Grazie. Vielen Dank, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist das sechste Mal, dass wir in dieser Legislaturperiode über den Einzelplan hier im Plenum diskutieren. Und das eine oder andere, was hier an Argument ausgetauscht wird, ist und war ja vorhersehbar. Da sind die einen, die davon sprechen, dass wir die Bundeswehr vernünftig ausrüsten, und die anderen, die das verkehren und darüber sprechen, wir würden aufrüsten. Dann gibt es die anderen, die sagen, wir müssten mehr Geld ausgeben, wir müssten Quoten erfüllen, und wieder andere, die sagen, eigentlich muss das Geld in ganz anderen Bereichen verausgabt werden. Ich finde aber, es muss uns in dieser Debatte im Kern immer um etwas anderes gehen. Es geht zentral um unsere Verantwortung als Parlament gegenüber unserer Parlamentsarmee. Wir entscheiden über die Einsätze der Soldatinnen und Soldaten, und wir haben als Umkehrschluss auch sicherzustellen, dass sie die von Ihnen, von uns übertragenen Aufgaben auch in Gänze wahrnehmen können. Das ist unsere Verantwortung. Das kommt für uns auch in diesem Einzelplan zum Ausdruck. Und wenn ich über die Verantwortung eines Parlaments gegenüber seiner Parlamentsarmee spreche, dann finde ich, gehört auch noch etwas anderes dazu, nämlich dass wir gemeinsam als Parlament es nicht zulassen, dass Debatten über Einsätze der Bundeswehr innenpolitisch motiviert, initiiert oder durchgeführt werden. Diesen Schutz unserer Soldatinnen und Soldaten, der muss auch aus diesem Parlament ausgehen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Einsätze der Bundeswehr, sie müssen immer außen- und sicherheitspolitisch begründet werden. Sie müssen immer die Werte und die Festschreibung unseres Grundgesetzes berücksichtigen, und sie dürfen niemals zur Selbstverständlichkeit verkommen. Wir haben bereits in der letzten Debatte als Sozialdemokraten hier deutlich gemacht, dass für uns die sicherheits- und einsatzrelevante Infrastruktur der Bundeswehr in staatlicher Hand gehört. Und ich finde, man muss umso mehr zu dem Ergebnis kommen, wenn man sich die veränderte globale Lage ansieht. Man muss umso mehr zu dem Ergebnis kommen, wenn man sich das Weißbuch der Bundesregierung ansieht. Man muss umso mehr auch zu diesem Ergebnis kommen, wenn man sich die Erkenntnisse des Untersuchungsausschusses ansieht. Und deshalb begrüßen wir als Sozialdemokraten ganz ausdrücklich die gemeinsame Entscheidung in der Koalition, die gemeinsame Entscheidung mit CDU, CSU und mit dem Verteidigungsministerium, die Heeresinstandsetzungswerke nicht zu verkaufen. Das ist die richtige Entscheidung. Sie ist konsequent, und ich glaube, sie ist auch nachhaltig. Und dieser grundsätzliche Gedanke, die sicherheitsrelevante Infrastruktur, dass sie in staatliche Hand gehört, die gilt perspektivisch dann auch beim Gefechtsübungszentrum. Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat beschlossen, letztmalig extern zu vergeben, und das Verteidigungsministerium aufgefordert, die Voraussetzungen zu schaffen, es zukünftig im Eigenbetrieb zu machen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Staat vor Privat, statt Privat vor Staat. Das muss das Credo einer verantwortungsbewussten Sicherheitspolitik im 21. Jahrhundert sein. Liebe Kollegen, es gibt sicherlich Bereiche, wo dieser Grundsatz aufgrund externer Einflüsse nicht allzu leicht darstellbar ist. Und dazu gehört sicherlich der hart umkämpfte Arbeitsmarkt im IT-Bereich. Und ich möchte hier auch noch einmal deutlich machen für die Sozialdemokraten, uns ist bewusst, die Digitalisierung macht auch vor der Bundeswehr nicht Halt. Cybersicherheit wird zunehmend wichtiger. Das erleben wir ja tagtäglich auch in unseren Debatten, auch heute Morgen zum Beispiel, als es um das 5G-Netz geht. Deshalb gibt es gute Gründe, eine Cyberagentur einzurichten. Eine Agentur, die Schlüsseltechnologien in der Cybersicherheit für die Bundesrepublik nutzbar machen wird. Und es wurde in den letzten Wochen oft kritisiert, dass die SPD die Gründung dieser Cyberagentur im Raum Halle-Leipzig ausgebremst hätte. Ich möchte daher etwas intensiver auf diesen Punkt eingehen, denn ich finde, am Beispiel dieser Agentur kann man etwas Grundsätzliches deutlich machen. Und es geht dabei auch um das Selbstverständnis dieses Parlaments. Denn ich sage Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Zeit, die wir uns genommen haben, die war notwendig und die war richtig. Denn eine Frage kommt doch immer wieder auch auf uns als Parlamentarier zu. Nämlich, was habt ihr eigentlich aus dem Untersuchungsausschuss gelernt? Und was verändert ihr eigentlich in eurer Politik? Zur Wahrheit gehört, im Bundesministerium der Verteidigung wurden Strukturen verändert, wurden Arbeitsabläufe verändert. Frau Ministerin, auch wenn wir noch nicht wissen, wie stark es wirken wird, begrüßen wir das sehr. Aber zur Wahrheit gehört eben auch, der Bundestag hat ja nicht nur ein Auskunftsrecht gegenüber der Regierung. Wir als Deutscher Bundestag haben zuvorderst einen verfassungsrechtlichen Auftrag, nämlich die Kontrolle der Regierung.
die Kontrolle der Ministerien und auch die Kontrolle der ihnen nachgeordneten Bereiche, wie zum Beispiel die GmbHs. Und wir müssen uns als Deutscher Bundestag eine Frage stellen, nämlich der Frage, konnten wir diesem Auftrag eigentlich in der Vergangenheit gerecht werden? Und ich finde, man kann nur zu einer Antwort kommen: Wir sind diesem Auftrag nicht gerecht geworden. Ich will ein Beispiel nennen. Wenn es in verschiedenen GmbHs im Geschäftsbereich des Verteidigungsministeriums erhebliche Verwerfungen zwischen Aufsichtsrat und Geschäftsführung gibt, wenn es Streit um wesentliche Zielrichtung der Firmen und damit ja auch um einen Streit um einen Teil der Ausrichtung der Regierung gibt und der Deutsche Bundestag das Ganze erst mitbekommt, wenn am Ende die Scherben zusammengefegt werden, dann funktioniert das System nicht. Und wenn das bestehende System nicht funktioniert, dann ist es unsere Verantwortung, Konsequenzen zu ziehen und das nicht funktionierende System zu verändern. Und genau das tun wir bei der Cyberagentur. Wir schlagen ein neues Kapitel parlamentarischer Kontrolle mit dieser GmbH auf. Ab sofort sitzen zum einen Parlamentarier im Aufsichtsrat. Wir bekommen also mit, wenn es Streit gibt. Und wir bekommen auch mit, wenn es Verwerfungen gibt. Nun bin ich kein Freund davon, parlamentarische Kontrolle nach außen zu verlagern. Ich finde, parlamentarische Kontrolle gehört ins Parlament und auch nicht alle Fraktionen werden am Ende des Tages in diesem Aufsichtsrat vertreten sein können. Daher ist es umso wichtiger, dass wir mit der Cyberagentur ein engmaschiges Berichtswesen für das Parlament festschreiben. Daher ist es umso wichtiger, dass wir vollständige Transparenz bei Anfragen aus dem parlamentarischen Raum vertraglich festgehalten haben. Daher ist es umso wichtiger, dass der Deutsche Bundestag sich die Zustimmungspflicht bei wesentlichen Veränderungen dieser GmbH gesichert hat. Es darf keine Ausgründung, es darf keine Erweiterung ohne unsere Zustimmung geben. Und es ist auch wichtig festzuhalten, dass diese ja im hochsicherheitsrelevanten Bereich vom Innenministerium und Verteidigungsministerium veranlagte GmbH nicht für Dritte, nicht für die Privatwirtschaft tätig werden kann und wir die Gefahr damit senken, dass es einen Wissenstransfer vom Staat weggibt. All das, liebe Kolleginnen und Kollegen, hat das parlamentarische Verfahren gebracht. Und ich finde, das ist wirklich ein neues Kapitel parlamentarischer Kontrolle, was wir hier festschreiben. Abschließend, kommen wir zum Schluss, bitte. Abschließend, wir haben, liebe Kolleginnen und Kollegen, eine Verantwortung als ein selbstbewusstes Parlament gegenüber der Exekutive. An uns gehen die Messstände nicht vorbei. Wir verändern Strukturen dort, wo es notwendig ist. Und ich finde, wir können sagen, wir als Parlament haben auch aus den Erkenntnissen des Untersuchungsausschusses gelernt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rohde. Nächster Redner ist für die Fraktion Die Linke der Kollege Michael Leutert.